Oh, na, gar nicht gut. Na ja, vielleicht doch zuerst mal auf den Schläger hier. Und die hier krepiert was. Moment mal. Sie hat jetzt zwei Gegner am Arsch. Dann rennt doch der hier mal rüber. Oh, das wird böse, das wird böse. Na gut, dann ist die mal tot. Ja, naja, bald ist es nicht nur sie. Das kommt nicht gut. Ich will einen Heiltrank saufen. Oh, das war knapp. Na gut, Du bist erbärmt! Komm schon, das geht noch. Kannst du wieder heilen? Nee, noch nicht. Das sollte eigentlich noch klappen hier. Ich muss es zu Ende bringen! Naja, oder es wird verdammt knapp und wir schaffen es nicht. Ich würde sagen, dann rennen wir hier mal so lange rum, bis die hier sich wieder. Aua. Und sollten dann noch kontrollieren. Ich befürchte, der ist ein wenig schneller als wir. Oh ne, werf keine Steine. Mist, 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 Mist. Oh nein, böser, kein Stein, kein Stein. Danke. Naja, das wird er jetzt wahrscheinlich ein wenig langweilig, aber. Und wieder eine in freiem Einbruch. Nein, nein. Und jetzt kann sie sich heilen. Böse, kein Stein, kein Stein. Oder doch? Ich kann übrigens nicht ewig weiter zaubern. Doch, kannst du. Ich bestehe aus reinem Mana? Jupp. Blöde Frage, oder? Nein, nein, nein. Böse, böse, böse. Ich habe jetzt keine Lust, hier gleich am Anfang zu failen. Das Ding greift gleich an. Und natürlich trifft es ihn nicht. Oh, danke. Wach auf. Die Schlacht ist vorüber. Alles ist gut. Es tut mir leid, Herrin. Euer Sohn ist von uns gegangen. Nein, diese Dinger werden Carver nicht bekommen. Wir können trauern, wenn wir in Sicherheit sind. Sprich du mir nicht von Trauer. Das alles ist deine Schuld. Wie konntest du nur zulassen, dass er einfach so angreift? Dein kleiner Bruder... Mein kleiner Junge. Wir können nicht hierbleiben, Mutter. Carver würde nicht wollen, dass sein Opfer umsonst war. Gestattet mir, die Seele eures Sohnes in die Obhut des Erbauers zu übergeben, Herrin. Wir stammen aus der Asche und werden zu Asche. Erbauer, gewähre diesem jungen Mann einen Platz an deiner Seite. Lass uns Trost finden in dem Wissen, dass er in der Ewigkeit Frieden gefunden hat.
Ich werde dich niemals vergessen, Carver. Zumindest hat Vater jetzt wieder Gesellschaft. Bei den Flammen. Es ist zu spät. Vorsicht! Oh, na klar. Das wird ja mal ganz lustig. So, so. Was haben wir denn hier? Früher hatten wir so gut wie nie Besucher in der Wildnis, doch nun scheinen sie geradezu in Horden zu kommen. Kann ich auch ein Drache werden? Beeindruckend. Wo habt ihr gelernt, euch in einen Drachen zu verwandeln? Vielleicht bin ich ja ein Drache. Falls dem so ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, dass der Geruch von brennender, dunkler Brut nicht besonders appetiterregend ist. Falls ihr übrigens auf der Flucht vor der dunklen Brut seid, solltet ihr wissen, dass ihr die falsche Richtung einschlagt. Wartet! Ihr könnt uns doch nicht einfach hier zurücklassen! Kann ich nicht? Ich hatte einfach gesehen, wie ein mächtiger Oger besiegt wurde und wollte wissen, wer wohl zu einer derartigen Leistung fähig sein mag. Doch nun ist meine Neugierde gestillt und ihr seid in Sicherheit. Zumindest vorerst. Ist das denn nicht genug? Ich will auch ein Drache sein. Bitte. Könnt ihr mir dieses Kunststückchen beibringen? Es wirkt ziemlich nützlich. Wenn Gewitztheit doch nur alles wäre, was man zum Überleben braucht. Sagt mir, mein kluges Kind, wie gedenkt ihr, der Verderbnis zu entfliehen? Wir müssen nach Kirkwall, in die freien Marschen. Kirkwall? Oh je, da habt ihr ja eine ganz schöne Strecke vor euch. Wird euch euer König denn nicht vermissen, Ich bin mir sicher, sein Leben vermisst er mehr. Oh, ich mag euch. Danke. Ihr wurdet ins Chaos geschleudert und kämpft. Und die Welt wird vor euch erzittern. Ist das Schicksal oder Zufall? Ich kann mich nie entscheiden. Aber offenbar lächelt das Glück heute uns beiden zu. Ich könnte euch möglicherweise erneut helfen. Und das wahrscheinlich nicht umsonst. Die Sache muss doch irgendeinen Haken haben. Es gibt immer einen Haken. Das ganze Leben besteht nur aus Haken. Ich schlage vor, ihr schnappt dennoch zu, solange ihr noch könnt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihr vertrauen sollten. Ich weiß nicht einmal, was sie ist. Ich weiß, was sie ist.
Sie ist die Hexe der Wildnis. Ja, manche kennen mich unter diesem Namen. Andere nennen mich Flemeth, Ashabelana oder ein altes Weib, das zu viel redet. Das ist wohl wahr. Aber ist das wichtig? Ich biete euch an, eure Gruppe an der Horde vorbeizubringen, wenn ihr dafür eine kleine Lieferung übernehmt, die beinahe auf eurem Weg liegt. Würdet ihr das für eine Hexe der Wildnis tun? Können wir ihr trauen? Wesley ist verletzt. Wir werden der dunklen Brut niemals entkommen. Wenn ihr mich zurücklassen müsst... Nein, ich habe dir gesagt, dass ich dich hier rausschleife, wenn es sein muss. Und das habe ich auch so gemeint. Junge, das sieht nicht gut aus, ne?